Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich habe mal eine etwas andere Perspektive. Ich habe gerade ein neues Objektiv drauf, aber es geht eigentlich um etwas Größeres. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen weiter weg. Und zwar habe ich von Sendur gerade vor ein paar Tagen was zugeschickt bekommen. Und zwar planen die gerade, oder sie werden demnächst was Neues veröffentlichen, über das ich jetzt aktuell noch nicht reden darf, aber Teil von diesem Paket waren auch ein paar Solarpanels. Und ich habe hier die 210 Watt Flexible Solar Panels, die sind kein Geheimnis, weil die kann man schon auf der Sendur Homepage vorbestellen. Und die Dinger packe ich heute mal aus und wir schauen uns die mal aus der Nähe an. Der Kostenfaktor, die kommen im Doppelset, falls ihr das hier unten sehen könnt, sind rund 250 Euro so einen Dreh herum. Und die sollen quasi, da Sendur sonst keine eigenen Solarpanels herstellt, quasi deren Balkonkraftwerk-Angebot vervollständigen. Nicht wundern, diese ganzen Dinger sind alle mit einer Europalette geliefert worden, weil es doch ein etwas größeres Ding ist und DHL sowas wohl anscheinend nicht ausliefert. Aber ihr seht's, das haben wir hier drin und wir haben hier, wie gesagt, zwei Solarpanels drin. Und die Besonderheit an denen ist natürlich, ihr seht es vielleicht schon, die sind relativ leicht. Ne? Also das ist jetzt, sind jetzt keine 20 Kilo oder sowas, wie man das bei den großen Solarpanels gewöhnt ist. Ja? Die sind ansonsten, wie ihr auch vielleicht erkennen könnt, auf der Rückseite ist hier nichts, sondern hier auf der Vorderseite ist was. Ja? Also nichts mit Bifazial oder irgend sowas, ne? Aber das ist, glaube ich, auch einfach dem Material geschuldet. Ihr seht ansonsten, sieht man hier noch so Löcher, wo man die Dinger dann quasi befestigen kann. Die sind rund um die Panels herum und ganz unten haben wir noch zwei MC4-Stecker. Die sind ganz normale Standardstecker, die man so von Solarpanels kennt und entsprechend kann man das dann relativ unkompliziert mit verbinden. Zu den Specs vielleicht nur so viel. 210 Watt Peak sollen die können. Von der Spannung her sind wir bei rund 41 Volt und Stromstärke packen die so um die 5 Ampere. Ich sage das nur unter dem Gesichtspunkt, ihr könnt die Dinger natürlich parallel schalten, dann habt ihr da eure 420 Watt quasi bei 40 Volt und maximal so 10 Ampere. Das entspricht ungefähr dem, so was meine Panels können, die so auf der Garage stehen. Ihr könnt natürlich die Dinger auch benutzen, um eure bestehenden Solarpanels zu verstärken. Aber da müsst ihr natürlich immer beachten, wenn ihr die Dinger tatsächlich parallel schaltet, dann wird immer quasi die geringste Spannung, die die Panels können, die wird dann für alle Panels verwendet. Und jetzt zum Beispiel in meinem Fall haben meine Panels so 35 Volt oder 31 Volt. Das heißt, die würden nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Das müsst ihr einfach berücksichtigen bei Verbindung von Solarpanels, die nicht identisch sind. Aber ja, ich packe das jetzt erst noch mal kurz hier zur Seite. Wie gesagt, leicht sind die Dinger schon mal. Und wir schauen, was sonst noch so im Lieferumfang enthalten ist, weil da fällt noch ein bisschen was runter. Also hier ist das zweite Solarpanel und wir haben hier noch ein bisschen Papierkram. Also wir haben hier ein User Manual haben wir hier, das wir mal getrost zur Seite legen können. Dann haben wir hier noch, was haben wir denn? Das sind Verlängerungskabel, weil die Kabel natürlich hier dann doch relativ kurz sind. Und das ist so ein 1:2 Kabel, in dem man quasi das man nutzen kann, um Panels parallel zu schalten. Gucken wir mal, wie die von der Länge her sind. Ja, das sind ungefähr so, ich würde mal sagen, 2 Meter müssten das sein. Bei meiner Spannbreite sind die 1,80. Ja, so 1,80 bis 2 Meter um den Dreh herum sind die. Davon sind, wie gesagt, 2 Stück bei so einem Set dabei. Die sind halt auch primär dafür da. Ihr könnt die beiden Panels dann direkt parallel schalten und quasi an euren Wechselrichter anschließen. So, dann haben wir jetzt hier noch so, ich habe keine Ahnung, was ist, Stainless Steel Cable Tie. Aha, anscheinend um die Kabel irgendwie zu befestigen. Und davon haben wir hier auch nochmal 2 Sets. Okay.
Und das war jetzt, glaube ich, schon der gesamte Lieferumfang. Wie gesagt, hier ist sonst nichts mehr. Und was ich jetzt tun werde, ich werde die Dinge jetzt einfach mal positionieren und schauen, wo ich die am besten anbringen kann. Weil, wie gesagt, der Vorteil ist dadurch, dass die ja so flexibel sind. Die kann man ja schon biegen. Und die kann man natürlich an Positionen anbringen, wo man ein normales Solarpanel zum Beispiel nicht hinhängen könnte. Also in den PR-Unterlagen und auf den Werbeseiten von Sendur sieht man ja zum Beispiel auch, dass man das Ding auf einem Wohnmobil oben anbringen kann und so leicht gebogen oder rund um einen runden Balkon und so weiter. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich habe ja natürlich meine Solarzentrale auf meiner Garage und da muss ich mal gucken, ob ich die Dinge dann einfach an der Seite irgendwie befestigen kann. Weil theoretisch, die Hülsen habt ihr ja alle schon hier so und da könnt ihr einfach da, keine Ahnung, Kabelbinder durchziehen oder sonst was und dann die Dinger befestigen. Das sollte eigentlich auch reichen, weil so schwer sind die ja wirklich. Dann bin ich jetzt erstmal fertig. Bevor ich da jetzt irgendwie mehr zu sage, muss ich die Dinge erstmal ausreichend testen. Aber das Video war jetzt einfach nur für euch, um zu sehen, was bekommt ihr denn, was ist so im Lieferumfang enthalten und wie leicht sind die Dinger wirklich. Falls ihr sonst noch Fragen habt zu den Sendur Solar Panels, gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da, weil demnächst wird es mehr Infos dazu geben. Macht's gut, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.